Wir haben heute einen Sonntagvormittag und ich habe mich beim Frühstück kurzfristig entschlossen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, jetzt schaue ich mal in die Berge rein, ob nicht vielleicht schon die Feigen reif sind. Und jetzt mache ich heute halt eine kleine Runde und schaue, ob ich vielleicht irgendwas pflücken kann. Das sind also jetzt die Kiefern, die vor zwei Jahren mal brennt haben. Und so wie das ausschaut, die werden fast nichts mehr. Wir haben also jetzt den großen Talkessel von Tejeda unter uns, links der Rocky Nublo, in der Mitte ist der Pentaiga und rechts hinten ist das Tamadabar-Gebiet. Also von da sieht man eigentlich nicht, dass es brennt hat. Dort hinten die verlassene Finca, das ist also jetzt mein Ziel, denn da stehen ein paar Feigenbäume. Man sieht also auch heute noch die ganzen verbrennten Büsche, obwohl das der letzte Brand mittlerweile zwei Jahre her ist. Der Brand ist also damals von der hinteren Bergkette weggegangen. Da hinten ist Cruz de Tejeda und das hat vorbrennt bis zum Pico de las Nieves. Und wenn ich mir jetzt da so umschaue, kann ich es fast nicht glauben, welcher Unterschied zu vorher ist. Da unten, da wo die Ruine steht, da ist früher Wasser gefördert worden und außenrum war ein riesiger Obstgarten mit den verschiedensten Sorten von Obst. Es waren Äpfel drin, es waren Birnen drin, Zwetschgen, Nussbaum, Kastanienbaum, alles Mögliche. Es ist nichts mehr da, es ist alles weggebrannt. Mittlerweile bin ich jetzt am Grillplatz von Ana Lopez, der seit dem Brand gesperrt ist. Die kanarischen Kiefern, die treiben halt doch leichter aus als wie die anderen. Ich denke, jetzt habe ich noch einen guten Kilometer bis zum Grusianus, weil da habe ich dann mein Auto stehen. Dort drüben, das ist der Verkaufsstand am Grusianus. Und da schaue ich jetzt dann einmal hin, vielleicht gibt es irgendwas Gutes. So, und da ist mein Auto. Bin ich wieder zurück. Buenas tardes, Senor. Tieni probare un trozzo di queso? Curado? Semi curado. Grazie. Muy bueno. Okay. Es ist muy, muy bueno. Nada más. Hasta luego. Buen día.